Moinere Leute, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video und Thema dieses Video wird sein Videl gegen Gott der Zerstörung Belmont. Und ich möchte euch einfach ein bisschen zeigen, ob die Leute jetzt wirklich recht haben mit diesem, Videl ist so begrenzt, die ist so unnötig, so eine scheiß Unit, ihr viel zu overrated und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir einfach mal hier rein. Ich habe morgen Prüfung, deswegen tut es mir leid, dass kein aufwendigeres Video kam. Morgen gibt es ein aufwendigeres Video, da werde ich die Worldwide Celebration zusammenfassen, welche wichtigen Events kommen werden, wie viel Stones wir erwarten können und so weiter und so fort. Aber ich würde einfach mal sagen, ich springe jetzt mal rein. Das ist quasi Live-Gameplay, also das ist nicht pre-recorded. Deswegen mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Warum begehe ich jetzt hier gegen Belmont ran? Ich habe mir einfach mal gedacht, warum nicht? Testen wir Videl einfach mal im besten Szenario. Denn ich persönlich prangere bei Videl immer an, ihr Team ist recht gut. Defenders of Justice plus Peppy Girls, vor allem mit den Easy Ace, ist ziemlich, ziemlich nice gewählt. Okay, jetzt ist kritisch. Okay, Alarm. Das ist jetzt gar nicht gut. Wo stehen wir denn defense-technisch? 181k, gut, das wird ziemlich wehtun. Sage ich euch, wie es ist. Ich wollte am liebsten Tag Ultimate Gorn zusammen mit Videl halten. Geht jetzt leider nicht. Jetzt haben wir jeweils eine Rotation. Und ja, brechen das quasi. Eine Rotation haben wir Videl plus den Gohan und Videl Unit zusammen. Oder mit Tech Cauliflower, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Überlege ich mir gleich noch. Und die andere Rotation sollte Tech Ultimate Gohan werden plus Videl. Jetzt mal schauen, wie das Ganze abläuft. Ich habe hier Super Saiyan 3 Goku drin. Denn auch die Hero-Charaktere sind hier dabei. Die haben automatischen Guard und uiuiui, das tut ziemlich weh. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben Videl auf Rainbow mit mehreren Links. Ich schätze mal, ich bin hier totdrü. Außer Videl macht jetzt gleich Wunder möglich. Kann sein. Kann sein. Sie hat immerhin jetzt ein 60% Defense Race mit 181k Defense. Sollte das eigentlich recht solide sein. 10k. 10k hat sie nur bekommen. Das ist mehr als solide. Also ja, Videl wird ziemlich strong sein. Vor allem, wenn ihr Dupes in ihr habt. Sehr, sehr stark. Ich finde einfach das Team super praktisch. Ich finde das Team gut. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Okay, Tech Ultimate Gohan bekommt hier das ab. Jetzt müsste ich tot sein. Ja, perfekt. Wahrscheinlich bin ich tot, oder? Ich habe gar nichts gesagt. Gut, umso besser. Spielen wir das weiter quasi. Die letzte Runde war eigentlich eine gute Demonstration. Klar, Videl wurde nicht gesuperattackt. Hätten wir eine Superattack auf Videl bekommen, täte es wahrscheinlich ziemlich weh. Ohne Frage. Ich will das Ganze aber jetzt schauen, dass ich Videl weiter on Rotation halte. Wir haben hier zum einen den Heal bekommen vom Support-Item. Was hat hier eigentlich die C18? 101k Defense. Das ist gar nicht mal schlecht. Wir haben hier übrigens gar keine Key-Probleme mit Videl, weil Videl hat Key plus 4 in ihrem Leader-Skill. Das heißt, jedes Unit bekommt quasi 8 Key allein durch den Leader-Skill ab. Ansonsten, wie viel Defense können wir kriegen? 144k Defense. 44k Defense. Yamero Frieza. Ich muss die hinten stehen lassen. Die haben nichts. Oh mein Gott. Die kriegen gleich ziemlich viel Schaden ab. Aber halb so wild. Machen wir das Ganze so. Würde ich sagen, dann nehmen wir hier mit die AGL Orbs ein. Wie viel Defense haben wir jetzt bei Tech C18? Bei Tech C18 sind wir auf 200k Defense. Die tankt das mehr als gut weg. Vor allem noch mit der Damage Reduction. Das sollte eigentlich ziemlich gut werden. Schade, dass ich Tech Ultimate Gohan nicht on Rotation halten kann. Und schade, dass wir keine Angriffe im First Slot haben. Weil das wäre quasi das, was ich sehen wollen würde mit Videl. Die ersten Hits. 50% Dodge Chance. Umso besser. Also die Dodge Chance ist wirklich wichtig. Gerade in solchen Stages, wo man auch mal Typen ineffektiv ist. Man kann sie auch Off-Rotation spielen. Das funktioniert auch. Das könnt ihr auch machen. Dadurch hat sie natürlich immer eine Dodge Chance. Auch hinten im letzten Slot. Defense-technisch absolut fein. Wir haben Support. Wir haben die Double Super Attack. Da haben wir gar keine Probleme. Das ist Typ-Nachteil. Und wir haben natürlich noch unsere 30% Damage Reduction oben drauf. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Diese Easy Ace von Peppy Girls, die haben unheimlich viel bewirkt. Wie man sieht an der C18, sehr, sehr gut defense-technisch. Ist solide vom Attack, nichts Besonderes. Aber für solche schwierigen Events hilft es natürlich dem Team aus. Ganz klar. Also verständlich. Oh, perfekt. So, I guess der hatte viel Dodge gebaut. Okay, also. Wir spielen jetzt ein bisschen risky. Ich will hier meine Videl First Lotto lassen. Und jetzt können wir auch sehr viel Schaden bekommen. Ohne Frage. Das Beste wäre hier gewesen, ich lasse vorne den Tech Cauliflower und dann stelle ich Videl hin. Aber wir wollen das Ganze so machen. Wir wollen schauen, wie gut wir attack-technisch dastehen. Und ja, vielleicht kriegen wir DSA gedodged vorne, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Will ich noch ein Item aktivieren? Eigentlich eher weniger. Könnte ich machen. Ich meine, wir sind sicher dann so oder so. Ich würde sagen, wir aktivieren ein Item, einfach nur sicherheitshalber. Falls wir ein SA bekommen, sind wir tot. Klar, wir sind eh schon fast full life. Halb so wild. Aber damit kriege ich zum einen, ja, ihr seht, 61k ist viel. Wir sind jetzt typen effektiv. Ein Dodge haben wir reinbekommen.
und Squad 4,2 Millionen. Typen effektiv. Ihr müsst bedenken, ja, dass wir hier gegen Typen Nachteil eigentlich spielen, aber dadurch, dass sie einmal gedodged ist, jetzt Typen effektiv ist, ist ziemlich nice. 60k, bevor sie ihre Super gemacht hat, war ziemlich viel. 3 SAs. Ihr seht so ein bisschen, Videl ist quasi ziemlich gut. Warum ist Videl ziemlich gut? Ihr Damage ist ziemlich gut. Warum konnte ich hier mein Item einsetzen? Klar, zum einen musste ich es machen, damit ich defense-technisch überlebe. Zum anderen killen wir aber Belmont so schnell durch Videl, dass wir gar nicht so lange unsere Items aufheben müssen. Viele sagen immer, oh ja, Defense und so ist alles und Teams, ich weiß nicht so recht, sie hat nur 4 Teams. Ist sie wirklich so nützlich? Ich denke, sie ist overrated. Ich kann Standpunkt jetzt sagen, ich habe sie jetzt sehr, sehr oft gespielt und overrated ist sie auf keinen Fall. Wer sagt overrated, gut, dann sagt das gerne, könnt ihr so machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber dann entscheiden. Für mich persönlich ist overrated weit ab. Wir haben 181k Defense. Ich würde tatsächlich sagen, eigentlich würde ich sie gern da lassen. Am liebsten würde ich sie natürlich First Slot stellen, ohne Frage. Wir hätten jetzt 40k weniger Damage, also wir würden jetzt 20k pro Hit bekommen. Ne, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn wir kein Damage Reduction Item. Also das Beste, das Beste wäre so gesehen, wir stellen das Ganze so rum. Und wahrscheinlich noch besser wäre, so rumzustellen. Einfach, falls sie mir einen SA abbekommen. Will ich jetzt aber nicht machen. Ich spiele das Ganze hier risky. Das heißt, ich lasse Videl Second Slot stehen. Wir sehen dann auch Videls Defense und mal gucken, was passiert. Klar, ein bisschen risky muss man auf jeden Fall hin und wieder mal spielen. Ihr dürft nicht vergessen, das ist Belmont. Belmont hat vielleicht den einen oder anderen schon aus dem Leben weggenukt, wenn er Doppel-SA hat oder was auch immer. Das haben wir auch schon gesehen, ganz am Anfang. Aber bisher läuft alles gut. Tech Ultimate Gorn ist im Team. Das heißt, ihr Team ist absolut valuable. Gerade solche Events, wo wir keine Restrictions haben oder sowas, ist Videl einfach top. Ich weiß gar nicht, woher diese Gerüchte kommen. Ja, für Difficult Content werdet ihr die eh nie spielen. Klar, sie ist jetzt nach dem God-Event getroppt, ohne Frage. Vielleicht Super Battleload Stages, Majin Buu Saga, Earthlings, Peppy Girls und Defenders of Justice sind jetzt nicht mega viele Optionen für Super Battle Rode, um drumherum zu bauen. Aber für solche Stages wie God-Event, ja, ihr seht's. Sie ist einfach gut. Sie ist einfach gut. Und da kann man legit nichts dazu sagen. Wir sind leider gesealed. Och, nö. Wenn wir jetzt sterben, bin ich sauer. Hoch 10. Okay. Das heißt, wir machen das Ganze so. Oh, warum ist jetzt Videl gesealed? Das hätte... Oh, nö. Oh, nö. Das wäre jetzt durch gewesen. Videl hätte das safe gefinished. Ja, jetzt ist natürlich nicht so gut. Mal gucken, was passiert. Vielleicht... Ich glaube nicht, dass Cauliflower irgendwas finisht, wenn ich mal ehrlich bin. Aber gut, mal schauen, was passiert. Ansonsten, ihr habt größtenteils gesehen, wie Videl wirklich funktioniert. Dass tatsächlich ihr Leaderskill gut ist für solche Events. Ich habe euch das Größte gezeigt. Persönliche Erfahrung, ich habe sie jetzt oft genug gespielt, um sie relativ gut bewerten zu können. Ich sehe da auf jeden Fall keine großen Ultra-Kritikpunkte. Das ist auf jeden Fall weniger Damage, oder? Please. Oh mein Gott, du! Jawollo. Genau so und nicht anders. Und jetzt machen wir das Ganze auf ganz risky angelehnt. Und zwar wollen würde ich... Können wir damit Tech Orbs? Ich könnte es natürlich jetzt mit Gorn finishen. Das wäre eine Sache. Aber es wäre jetzt zu schade, damit ich nicht ihr Potenzial sehe. Wenn ich hier keine SA bekomme, überlebe ich das Ganze. Bin ich ehrlich. Keine SA und nicht überlebt es. Keine SA und nicht überlebt es. Ganz, ganz kritisch. Aber wir machen es trotzdem so. Schade, dass er den SCR-Rob da nicht nimmt. Wir haben immerhin, wie gesagt, 181k Defense. 301k Defense auf Tech Ultimate Gorn. Ich könnte natürlich Tech Ultimate Gorn da vorne hinstellen und würde besser also das Ganze aushalten. Ich könnte jetzt auch quasi ja Super Saiyan 3 Goku neben dran machen. Könnte ich machen und dann die Tech Orbs hier einsammeln. Aber halb so wild. Wir spielen es jetzt einfach mal so aus. Mal gucken, was passiert. Kann sein, dass ich jetzt hier sterbe. Sie dodged. Damit sind wir Typen effektiv und damit ist das Event durch. Jawohl, denn Videl, ihr wisst Bescheid, ist Typen effektiv. Und ja, was macht so eine Videl, die Typen effektiv ist? Sie macht ziemlich Schaden. Schade, dass wir natürlich nicht den Hit abbekommen haben. Aber das war Belmont. GG. Ich sag einfach mal GG. Und damit APT schlägt DPT wieder mal. Was heißt wieder mal? Ist natürlich nur ein Joke am Rande. Defense ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich würde sagen, das hat einen guten Eindruck über Videl gegeben.
Ich glaube, ich habe alle Facetten von ihr gezeigt. Sie ist gedodged am Ende, sie ist gedodged am Anfang. Sie hat sehr viel Schaden gemacht. Wir haben ein Item früh aktiviert und haben es trotzdem noch geschafft. Das Team ist sehr, sehr gut aufgebaut. Mit einem Super Saiyan 3 Goku, der garden kann. Mit den Pepigels Easy Ace. Und so weiter und so fort. Also Jungs, hört nicht auf die Leute, die sagen, Videl ist unnötig. Ich kann nur so viel dazu sagen. Für solche Events, wie zum Beispiel jetzt natürlich das God-Event, wenn sowas in naher Zukunft nochmal kommen sollte, oder sonstige Events, wo halt nicht ganz so begrenzt sind, wenn in Zukunft noch mehr Kategorien kommen, oder wenn in Zukunft natürlich Extreme Super Battle Rodos kommen, Super Battle Rodos von den Teams, wo sie drin ist, da wird man sie auf jeden Fall spielen. Übrigens ist sie Top-Tier-Pick in Majin Buu Saga. Sie wird sehr, sehr gut altern, denn sie ist eine sehr, sehr starke Unit. Wenn ihr sie gezogen habt, GG an euch, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Haut da rein! Und nächstes Mal gibt es dann auch wieder ein besseres Video.